Unser Weg führt uns weiter von Puno nach Cusco. Das sind zwar nur 390 Kilometer, aber es sind doch 6,5 Stunden Fahrzeit veranschlagt. Schon bald kommen wir in die Stadt Juliaca, wo das totale Verkehrschaos herrscht. Wir verlassen uns auf unser Navi und diesmal lotst es uns korrekt durch die Stadt. Gott sei Dank! Rechts und dann gleich wieder links. Geschafft, wir sind wieder raus aus der Stadt. Noch befinden wir uns in 3800 Metern Höhe und das Wetter sieht nicht sonderlich vielversprechend aus. Wir sind seit gut einer Stunde unterwegs und kommen jetzt durch Pucará. Jetzt kriegen wir auch schon die ersten Tropfen auf die Scheibe, aber da hinten scheint es wieder besser zu werden. Schaut mal, da sind sie wieder. Flamingo. Ich liebe Flamingo. Hier am Wegesrand bieten Frauen selbstgemachten Käse an. Nach einem hellblauen Hoffnungsschimmer am Himmel haben wir jetzt schon wieder dicke Wolken und jetzt geht's auch gleich los. Jetzt gibt's eine richtige Dusche. Eigentlich wollten wir auf dem Weg nach Cusco noch zur Quesuachaca Grasbrücke fahren. Aber die Nebenstrecken sind jetzt so matschig und rutschig und nachdem wir leider keinen Allrad haben, haben wir jetzt den Plan verworfen. Wir sind jetzt in der Region Cusco angekommen und hier hat sich die Landschaft geändert. Es ist jetzt alles schön grün und hügelig. Rechts von uns fließt der Rio Vilcanota und ergießt sich hier in einen nicht hohen, dafür aber breiten Wasserfall. Gleich davor ist ein schönes Restaurant, das La Pascana de Mer. Hier kann man sehr gut vom Buffet essen und wird auch noch mit Live-Musik begleitet. Eine gute Wahl.
Kurz vor Cusco entdecken wir links ein beeindruckendes Steingebilde. Hierbei handelt es sich um einen historischen Wasserlauf aus der Inka-Zeit. Sein Name? Portada de Rumiccolca. Die Konstruktionen bestehen aus riesigen Stücken lithischer Elemente, die fein aus dem Mauerwerk gefertigt sind und eine perfekte Montage aufweisen. Oben auf den Deckeln ist der Wasserkanal zu sehen, der mit dem damaligen Straßennetz verbunden ist. Es können noch Abschnitte der gepflasterten Straße nachgewiesen werden, was die große Bedeutung und die Größe des Straßennetzes der Inka belegt. Wusstet ihr, was Chicharrón ist? Ja, wir haben uns hier gerade an der Straße so ein Teil hier gekauft. Das sind solche riesen Flecken, sind es. Irgendwie aus Schwein, keine Schwarte oder Schweine, was auch nicht, irgendwas mit Schwein. Aber schmeckt ein bisschen salzig und ist so wie Kropeck, so ähnlich. Aber gar nicht schlecht. Das ist Chicharrón, Schweineschwarte. Jetzt ab ins Hotel zum Relaxen. Für heute reicht's. Morgen geht's weiter. Wenn du weitere Videos und Reiseberichte sehen willst, auch aus anderen Ländern, dann abonniere hier oder schau mal rein auf entdeckemuttererde.de.